Ja. Ich habe auch noch. Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatenwaren aus meiner neuen Airbnb in Berlin. Sehr, sehr, sehr schön. Da oben ist mein Bett. Habe ich gut geschlafen. Es ist jetzt auch 8:30. Ich bin ausgesprochen früh aufgestanden, denn ehrlich gesagt musste ich das Ganze auch, denn ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit oder sowas. Dann kommen nämlich Bernhard und Katja vorbei. Die habe ich. Katja kenne ich schon länger. Die hat bei der vorletzten DNX auch einen Talk gemacht. Macht viele coole Geschichten. Bernhard ist ihr Freund und mit dem habe ich bei der jetzt am Wochenende bei der DNX Global ein bisschen gequatscht. Und die haben gerade ein cooles Projekt am Start, wo sie Leute interviewen, die irgendwelche steilen Sachen machen. Und ja, mehr erzähle ich euch später. Ich muss jetzt erstmal unter die Dusche springen. Die beiden sind nämlich gleich da. Frisch geduscht, so kann man in den Tag starten. Die beiden haben ein paar Minuten Verspätung. Deswegen kann ich euch jetzt hier noch eine kleine Vor-. Ich habe mir das gestern schon kurz gezeigt, diese Säfte. Super, super lustig. Bernhard hat das irgendwie gekauft und hat gemeint, so, ich kann das gerne benutzen, das Zeug muss eh weg. Und das ist hier so ein Saftkonzentrat. Hier, ich nehme mal diese Himbeere hier raus. Ist jetzt leider schon ziemlich leer, deswegen muss ich wahrscheinlich das irgendwie ein bisschen ankippen. Aber das Geile daran ist, guckt euch mal an, das ist Bio. Und das ist hier einfach mal, das ist einfach mal nur Saftkonzentrat. Ups. So. Nur Saftkonzentrat und sonst gar nichts drin. Und das verdient man sich jetzt einfach mit einer Menge Wasser und dann hat man geilen Saft. Saubere Sache. So schnell geht's. Jetzt habe ich hier so ein Himbeerjuice. Was gibt's Geileres? Schmeckt wunderbar. Schmeckt super natürlich. Richtig, richtig lecker. Mittlerweile sind es nur noch ein paar Tage, genau genommen 5, bis zu unserem nächsten Webinar. Let's Talk Business Live Nummer 9, ihr Lieben, bald haben wir das 10. Fette Sache. Auch diesmal habe ich, da das bei den letzten beiden Malen so gut angekommen ist, wieder einen Content-Part werde ich vorbereiten. Und zwar diesmal zum Thema Produktivität. Wie ist man wirklich produktiv? Ich stelle ein paar Strategien vor, die ich jeden Tag einsetze, um einfach Herr der Lage zu werden und all das zu schaffen, was ich schaffe. Denn aus meiner Sicht, das Thema Produktivität ist ein wichtiger Punkt, insbesondere für alle, die halt ja noch in die Uni gehen oder in den Job gehen und einfach nicht so viel Zeit haben am Tag, in ihre eigenen Projekte zu stecken. Da muss man sich gut organisieren, um trotzdem einen guten Output liefern zu können. Deswegen werde ich da eine ganze Menge vorstellen. Meldet euch an, Dienstag. 19 Uhr, nächste Woche ist der 11. August, das ist hell, das ist ziemlich, ziemlich hell. Hui. Hallo, machen wir mal ein bisschen dunkler. Dienstag, der 11. August, meldet euch an, Link unten ist in der Videobeschreibung, kostenlos, for free, unverbindlich anmelden, seid dabei, lohnt sich. Robert, schön, dass wir dich interviewen dürfen. Danke. Wer bist du und was machst du? Also ich bin Robert, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Online-Business-Unternehmer, YouTuber, jemand, der mit dem, was er gerne macht, mit seiner Leidenschaft ein Online-Business aufbaut und genau. Yeah, 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 das war eine ausgesprochen coole Runde, hat super viel Spaß gemacht, die beiden sind ja sowas von sympathisch. Richtig schön. Ich schulde euch ja noch eine kleine Erklärung, was das jetzt eigentlich genau ist. Wir haben jetzt echt so 45 Minuten über viele, viele, viele spannende Themen gequatscht. Anfangs haben wir darüber gesprochen, wie ich den Start geschafft habe im Rockos 1x1, was ich so gemacht habe, um loszulegen, wo ich meine ganzen Infos herbekommen habe. Dann, warum YouTube so cool ist, wie man so einen Kurs rausbringt, was da so wichtig ist in Sachen Mindset und eigentlich so viele verschiedene Themen. Die beiden betreiben nämlich das Idea Camp. Ich packe mal dazu unten den Link in die Videobeschreibung rein. Das unterstützt, da gibt es Workshops, da gibt es einen Blog for free. Das unterstützt Menschen dabei einfach, ja, auch zu gründen, mit ihrer Leidenschaft, mit dem, was sie gerne machen, was zu starten. Jetzt nicht unbedingt nur bezogen auf solche Online-Geschichten, sondern auch auf, wer jetzt irgendwie Bock hat, was Physisches, irgendein Produkt rauszubringen, so lernt er genauso viel. Also das ist wirklich eine coole Anlaufquelle. Checkt's mal aus. Das Video wird allerdings noch ein Weilchen brauchen, bis das online geht. Wir haben jetzt hier auch richtig aufwendig mit 3 Kameras und mit Softbox und es wird eine geile Geschichte. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Wenn das Ding online ist, werde ich es natürlich nochmal promoten, kann allerdings auch noch ein ganzes Weilchen brauchen. Aber
könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Guckt schon mal beim Ideacamp vorbei, da gibt es viel, viel schönen Input. Ben hat nämlich auch angefangen und dort ein Praktikum gemacht. So hat er quasi seinen Start in diese Online-Welt geschafft. Da arbeiten echt ein paar coole Leute. Check's mal aus. Ich werde jetzt, ich wollte gerade sagen, ich mache mir einen Smoothie, aber wisst ihr nämlich was? Ich habe gar nichts. Das Einzige, ich bin gerade sowas von Essenspleite, könnte man sagen, das Einzige, was in meinem Kühlschrank ist und was auch wirklich genießbar ist, neben diesem ganzen Pfannenkäse, 5 Sorten Ketchup, irgendwelchen Senf und nochmal, Alter, was ist das für ein Typ? Senf, was auch immer. Das Einzige, Kokos und Minze. Ich glaube, daraus kann man jetzt so minimalistisch und so improvisatorisch, wie ich immer unterwegs bin, nicht wirklich was zaubern. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, einfach noch so ein Glas von dem Saft trinken. Und dann losgehen und mir hier irgendwie um die Ecke vielleicht ein paar Äpfel kaufen und dann zu Olli in St. Oberholz fahren und dann eine Runde mit ihm co-worken. Und heute Nachmittag geht es nämlich ab auf den Markt und dann werde ich endlich meinen Kühlschrank hier wieder aufstocken. Yes, das ist, glaube ich, die allererste Tomatenshow, in der ich mit Flipflops unterwegs bin. Das ist nämlich so herrlich. Ich habe meinen Anfang des Jahres auf Gran Canaria verloren, beziehungsweise ich habe einen verloren, weil er von der Welle erwischt wurde. Und deswegen habe ich den anderen dann weggeworfen. Und jetzt habe ich endlich, vor ein paar Tagen sind sie bei Sophia angekommen, endlich wieder neue bekommen. Und passend dazu gibt es heute einfach mal den strahlendsten Berliner Sonnenschein. So herrlich. Auch die nächsten Tage bis nächste Woche Freitag geht es nach Bali. Bis dahin sollen jeden Tag, ich habe geguckt, immer so 28, 29, 30 Grad sein. Wundervoll. Ich liebe einfach den Sommer. Hui. Automatiktür. Es geht. So, wo bin ich jetzt? Wo muss ich lang? Ich glaube, da muss ich lang. Hey, ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen. Jetzt habe ich ja wieder ein neues Airbnb. In letzter Zeit hatte ich ja Neukölln, Schöneberg, wo war ich noch? Letztens war ich doch noch irgendwo. Völlig kein Schimmer mehr. Ah ja, Friedrichshain hat mir letztens. Und jetzt bin ich hier im Prenzlauer Berg, muss jetzt erstmal wieder neu zurechtfinden. Aber was ja so cool ist, habe ich gestern auch schon. Hoffentlich. Boah, es ist windig. Hoffentlich hört man mich. Was ja ziemlich cool ist, habe ich ja gestern auch schon kurz gesagt. Hier direkt um die Ecke ist das hier ganz. Da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal reinschneiden. Das ist ja mal so ausgesprochen chillig. Ich bin jetzt hier 5 Minuten mit der Tram gefahren und bin jetzt direkt schon am Rosenthaler Platz. Ich liebe auf jeden Fall die neue Location. Da ich ja zu Hause kein Frühstück bekommen habe, wo gehe ich frühstücken? Ratet mal. Daluma! Was auch sonst. Hey, wisst ihr was? Ich habe gerade festgestellt, ich habe gestern einfach schon wieder meine EC-Karte im Fahrkartenautomaten stecken lassen. Das ist mir erst vor 3 Wochen passiert. So eine verdammte Kacke. Jetzt muss ich schon wieder zur Sparkasse, muss schon wieder eine neue beantragen lassen. Dann kommt die wieder zugeschickt und es dauert wieder ewig und Mann, fuck. Das ist einfach so ärgerlich, so eine Dicke, die einfach letztens erst passiert ist. Und ich dachte mir so, ich lerne draus, ich achte immer darauf. Und dann gestern habe ich mir schon wieder eine Fahrkarte gezogen. Und schon wieder nicht dran gedacht. Na, toll. Aber ich lasse mir davon nicht mein Frühstück vermiesen. Ich habe jetzt einen leckeren Bowl und einen leckeren Juice und das genehmige ich mir jetzt. Only by frozen memories. Yeah.
So, das war wieder ein außerordentlich leckeres Frühstück. Daluma ist immer wieder ein Hit. Jetzt gehe ich rüber ins St. Oberholz. Olli müsste eigentlich auch gleich kommen und Kim kommt auch gleich. Dann werden wir zwei Stündchen ein bisschen was co-worken. Und dann gehe ich nämlich auf den Markt, endlich mal meinen Kühlschrank auffüllen. Yes! Schokolade! Hallo Olli. Hallo Remo. Hallo Kim. Hallo Schokolade. Hallo Robert. Yes! Wir wurden gerade reich beschenkt von Remo. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Nicht nur diese, sondern auch noch diese und diese und diese. Und das sind alles richtig geile Chocolates. Das zum Beispiel habe ich noch nie entdeckt und noch nie gesehen. Und das ist einfach mal mit geröstetem Quinoa. Was geht bitte? Ich würde sagen, Geschmackstest. Wie ist sie? Gut. Ist gut? Ja. Genau, ist das gespannt. Sieht auch sehr, sehr cool aus. War das da Quinoa drin? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, gepuffter ist es. Das schmeckt wie. Voll lecker. Es geschmeckt wie. Wie heißt das, was man früher gegessen hat? Kinder, diese Riegel, was auch so. Probier mal eins, dann weißt du, was ich meine. Ich weiß nicht, ich hab das schon. Meine haben schon auch gegessen. Ja, Kinder kann so, ja, genau. Mhm. Ja, weil das so gepuffter Kaffee ist. Kinder kann ich auch. So, St. Oberholz-Session schon wieder beendet. Wir sind jetzt gerade aufgebrochen auf dem Weg zum Markt. Zur Stärkung gibt es noch einen kleinen 2. Ist ja großartig wie immer. Das Wort, das Gesicht sagt alles. Sehr, 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 sehr schön. Ich habe auch nämlich gar nichts mehr im Kühlschrank, deswegen kommt mir das jetzt genau gelegen. Und wir sind dann, glaube ich, genau um 3, kurz bevor der Markt zumacht, da und werden dann die fetten Schnäppchen abräumen. Oh, die sehen nicht so schlecht aus, oder? Die sehen auch richtig ripe aus. Wie viel? 2 Euro? Ja. Das ist natürlich nicht mein sonstiger Preis, den ich gewöhnt bin. Weißt du? Hallo. Wie läuft's, Kim? Das ist einfach mal eine 27 Kilo Wassermelone, mindestens. Aber dafür sieht sie schön aus. U-Bahn kommt auch gleich. Yes. Ich habe auch so eine von denen. Da ist sie. Riesenviech. Wir haben es jetzt endlich bis nach Hause geschafft, ey. Ich muss jetzt hier nochmal zeigen, was ich alles habe. Die fetten, fetten Mangos irgendwie alle für 2 Euro. Ganze Ladung Champignons, die riesige Wassermelone. Hier sind irgendwie unzählige Bananen drin. Was habe ich hier noch? Fettes Bund rote Beete. 3 Bund Petersilie. Hier, das ist alles voll mit Tomaten. Ohne Tomaten geht es natürlich gar nicht. Was habe ich noch? Johannisbeeren, glaube ich, noch. Und hier haben wir noch, das ist auch das Allergeilste, 5 Kilo Kirschen für insgesamt 1 Euro. Oder was, 1 Euro oder was, 2 Euro? 1 Euro. Und die sind einfach noch perfekt. Das ist der Hammer, dieser Markt. So. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal was verwursten und machen hier einen geilen Johannisbeer-Juice mit rote Beete. Mal gucken, was das wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Cheers. Pam. Gott, sieht das gut aus. Wie ist so? Ist gut? Mhm. So gut wie M2? Anders gut. Anders gut. Okay, das schmeckt richtig gut. Ich finde es auch voll lecker. Boah. Hm. Das ist ja die Ultra-Abfrischung. Das ist jetzt Johannisbeere und rote Beete und Apfel und Orange. Hm. Okay, ich habe heute nicht nur meine EC-Karte verloren, sondern ich habe auch eine Wassermelone hergetragen, die einfach komplett im Arsch ist. Das ist einfach nur, jetzt haben wir sie schon hier reingeschmissen, aber die ist übelst weich. Ich kann die hier so eindrücken mit dem Finger, so richtig schön schleimig. Aber Kims geht einigermaßen, die sieht nicht so verkehrt aus. Also immerhin eine durchgebracht. So ihr Lieben, Zeit für den heutigen Content-Part. Richtig, richtig cool. Und netterweise habe ich nämlich gerade von Kim ihr Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen und kann hier jetzt fröhlich und munter dieses Video drehen. Und ja, ich würde sagen, dieser Hut steht mir auch so ordentlich, aber ich glaube, fürs Video verzichte ich dann doch kurz darauf. Legen wir los. Ich möchte im heutigen Video mit euch nochmal kurz darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass ihr immer richtig, richtig, richtig viele Kommentare unter die Videos schreibt. Und da habe ich in letzter Zeit nochmal so eine neue Einsicht gewonnen. Ich war halt immer auf dem Dampf und dachte mir so, ja okay, wenn ihr viele Kommentare schreibt, dann ist das super, super wichtig, weil dadurch YouTube sieht, hey, meine Videos sind relevant, zeigt die besser an, sagt hier, vorgeschlagene Videos, positioniert mich da und außerdem sorgt es natürlich dafür, dass ich Feedback bekomme, dass ich weiß, worüber ich die nächsten Videos machen soll, dass ich einfach sehe, was bei euch abgeht, dass ich mich austauschen kann. Alle diese Punkte sind richtig, richtig wichtig und aus meiner Sicht, wenn ihr die Videos einfach regelmäßig verfolgt, wenn ihr jeden Tag einschaltet, wenn ihr einfach viel, viel Tomatenschock guckt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich mich auch in dieser Position, dass ich es letztendlich auch irgendwie verdient habe, was dafür zurückzubekommen. Ich hau das ja alles for free raus, es kostet nichts, aber ein Feedback ist mir einfach immer wichtig. Von daher erinnere ich euch immer wieder, schreibt mir Kommentare, vor allem in letzter Zeit habe ich auch voll viel mitbekommen von Leuten, die einfach jeden Tag einschalten, die aber noch nie einen Kommentar geschrieben haben und die mir dann irgendwann mal eine Nachricht schreiben und sagen so, hey Robert, ich feiere diese Videos so krass, es macht richtig viel Spaß, ich gucke jeden Tag rein und ich habe noch niemals von denen gelesen. Und da denke ich mir immer so, Leute, schreibt mehr Kommentare, gebt mir mehr Feedback, schreibt mir eine persönliche Nachricht, wenn ihr irgendwie das nicht öffentlich raushauen wollt, aber gebt mir einfach Feedback, schreibt euren Senf dazu und selbst wenn ihr einfach nur schreibt so, hey, dieses Video hat mir gut gefallen, weiß ich Bescheid, dass ich da in die richtige Richtung gehe, also haut mir immer weitere Kommentare rein. Und aber ein weiterer Grund, der mir eigentlich in letzter Zeit erstmal so richtig bewusst geworden ist und der eigentlich aus meiner Sicht dafür sorgt, dass es sowas von in eurem Interesse auch sein sollte, diese Kommentare zu schreiben, weil natürlich erstens, ihr tut mir damit einen Gefallen, gebt mir letztendlich was dafür zurück, dafür, dass ihr die Videos hier alle komplett for free bekommt und euch das gut gefällt und ihr was daraus rauszieht, gebt ihr mir halt was zurück, meine Videos werden von YouTube besser gerankt, ich bekomme Feedback, ich weiß, worüber ich in den nächsten Videos sprechen kann, ich bekomme einfach ja direkt dafür was zurück. Aber ein weiterer Punkt, der ultra wichtig ist, ist einfach mal, wenn ihr nämlich keine Kommentare schreibt, dann beraubt ihr euch einer unglaublichen Möglichkeit, denn, und das ist mir wirklich nochmal so bewusst geworden, eigentlich, wenn ihr Kommentare schreibt, hilft euch das persönlich mehr, noch mehr als mir. Ich bekomme davon super viel, für mich ist es richtig wichtig, aber eigentlich für euch ist es noch entscheidender und zwar aus folgendem Grund. Wenn ihr nämlich fleißig unter jedem Video Kommentare schreibt, dann werde nicht nur ich auf euch aufmerksam und denke mir irgendwann so, oh cool, immer wieder dabei, sehr, 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 sehr schön, finde das gut, sondern vor allem auch die anderen Leute. Die anderen Leute, die ebenfalls in den Kommentaren dabei sind, die sehen dann, hey, da ist jemand, der ist da, der gibt Gas, der ist fleißig dabei, der ist immer, immer am Start, der ist präsent. Gucken wir doch mal, was der eigentlich so macht. Gehen auf euren Channel vorbei und wenn ihr coolen Content raushaut, wenn ihr gute Videos macht, dann bleiben die Leute halt auch da. Und eigentlich, und das muss ich ganz klar sagen, diese Kommentare sind für euch noch wertvoller, weil sie ein unglaublich wertvolles Marketing-Tool sind, weil ihr einfach dafür sorgen könnt, dass richtig, richtig viele Leute auf das, was ihr macht, aufmerksam werdet und weil ihr nämlich dadurch Teil von einer geilen Community seid. Wenn ich jetzt mittlerweile
manchmal in die Kommentare reingehe und denke so, ah, die kommentieren richtig viel. Und dann gucke ich auf euren Channels vorbei und sehe so, ah, die Videos, da sind jetzt mittlerweile schon irgendwie 150 Abonnenten, das läuft ganz gut und so. Guck in die Kommentare rein und sehe einfach ganz viele von den Leuten, die in unserer Community sind, die bei mir immer kommentieren, auch bei euren Channels. Weil ist ja ganz logisch, wer fleißig viel kommentiert, der wird irgendwann präsent. Irgendwann sieht man den halt immer, denkt man sich, ah, okay, da schreibt wieder ein Kommentar. Und irgendwann muss man zwangsläufig da auch immer raufklicken und gucken, was derjenige denn macht. Und wenn er gute Sachen macht, bleibt man halt da hängen. Also, ihr Lieben, das will ich euch wirklich nochmal mit auf den Weg geben. Schreibt Kommentare. Ich stelle mich jetzt einfach mal ganz klar hin und sage mal, jeder, der mindestens, ich sag mal, 6 von 7 Tomatenshows die Woche schaut, also der wirklich fleißig dabei ist, der einfach jeden Tag einschaltet oder fast jeden Tag einschaltet, da muss ich einfach ganz klar sagen, von dem verlange ich es wirklich, dass er bei jedem zweiten Video einen Kommentar schreibt. Ich fordere das jetzt auch einmal ein, weil ich erstens weiß, wie wertvoll das für mich ist und weil ich zweitens euch versuche, damit so ein bisschen zu eurem Glück zu zwingen. Denn wenn ihr nie Kommentare schreibt, dann könnt ihr gar nicht Teil dieser Community sein. Denn wenn ihr quasi einfach nur passiv das Ganze konsumiert und einfach nicht Teil davon seid, dann werdet ihr nicht so viel davon haben, wie ihr eigentlich davon haben könntet, wenn ihr wirklich ein aktiver Teil seid. Es gibt echt so einen harten Kern von so 10, 20 Leuten, die einfach immer dabei sind. Dazu gehört Enrico, dazu gehört Toni, dazu gehört Sandra, dazu gehört Juliane, dazu gehört Selina und viele, 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 viele weitere. Und die machen es einfach genau richtig. Die schreiben einfach immer ihren Senf dazu und dadurch werden einfach die anderen Leute auf sie aufmerksam. Also ihr Lieben, wenn ihr fleißig zuschaut, wenn ihr jetzt ab und an mal einschaltet, wenn ihr jetzt vielleicht das zweite Video erst geguckt habt, dann sage ich natürlich, okay, guckt erstmal weiter, guckt mal, ob das was für euch ist und so weiter. Tastet euch da erstmal langsam rein. Aber wenn ihr Fans seid und wenn ihr die Tomatenshow feiert und wenn ihr das geil findet, tut bitte euch den Gefallen und tut mir diesen Gefallen und schreibt fleißig Kommentare. Selbst wenn ihr nichts Weltbewegendes dazu sagen könnt, selbst wenn ihr einfach nur sagt, so, hey, dieses Video hat mir gut gefallen und das war ein cooler Interview und die Schnitte haben mir dabei gut gefallen. Boom, fertig, haut's einfach rein. Das freut mich. Je mehr Kommentare ich bekomme, desto besser weiß ich, in welche Richtung ich gehen soll, desto besser sehe ich, okay, gefällt euch das, gefällt euch das nicht. Und schreibt mir vor allem auch solche Videoanregungen. Stellt Fragen in den Kommentaren, das ist auch super wichtig. Ich will jetzt auch demnächst wieder vermehrt die Frage des Tages einbauen, wo ich einfach irgendeine Frage von euch rauspicke, die in letzter Zeit gekommen ist und wo ich mir denke, okay, das könnte auch andere Leute interessieren und die einfach im Video beantworte. Also ihr habt quasi auch die Gelegenheit und die Möglichkeit, da auch mit eurer Frage im Video zu erscheinen. Also haut mir Fragen in die Kommentare. Sagt, okay, Robert, wie ist denn deine Meinung zu dem und dem? Kannst du nicht dazu mal was sagen? Kannst du dazu mal ein Video machen? Und das ist mir immer so wertvoll, denn wenn ich Videos machen kann, die von euch nachgefragt werden, dann weiß ich, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, weil es ja logisch. Ich will natürlich über Themen sprechen, die für euch interessant sind. Ich will nicht über Themen sprechen, die niemanden da draußen interessiert. Dann kann ich mir das auch klemmen und kann mich selber mit diesem Thema beschäftigen, was mich interessiert. Also fragt wirklich nach, sagt, hey Robert, mach doch mal was dazu. Dieses und jenes Thema interessiert mich. Und dann sammle ich dazu und wenn das irgendwie von ein paar Leuten nachgefragt wird, dann haue ich halt dazu was raus und beantworte diese Frage sehr gerne im Video. Also Leute, Kommentare, Kommentare, Kommentare hilft nicht nur mir für mein YouTube-Ranking, für mein Feedback, sondern hilft vor allem auch euch. Ihr werdet Teil dieser Community, ihr werdet ein aktiver Teil, ihr gewinnt neue Leute für euren Kanal, für euren Blog, für euer Projekt und aus diesem Grund muss ich euch wirklich nochmal hart daran erinnern, schreibt mir mehr Kommentare, schreibt mir bitte fleißig Kommentare und vor allem alle Leute, die jetzt bisher einfach so ein bisschen stille Zuschauer waren, die einfach immer die Videos genossen haben und vielleicht mal auf den Daumen nach oben gedrückt haben und bisher sonst noch nicht so viel gemacht haben. Jetzt ist die Gelegenheit. Schreibt mir bitte unter diesem Video zum allerersten Mal einen Kommentar und sagt einfach nur kurz Hallo. Da muss nichts Außergewöhnliches kommen. Sagt einfach, hey, bla bla bla, ich bin jetzt so und so dabei, ich bin der und der, komm von da und mache wegen mir den Blog oder den Kanal XY. Sag einfach nur kurz vorstellen, damit ich einfach weiß, wer da dabei ist. Das ist mir wirklich, wirklich wichtig. Also alle, die jetzt noch nie was geschrieben haben, schreibt, und das meine ich wirklich ernst, das ist jetzt nicht irgendwie ein Gag oder sowas, sondern geht unten rein in die Kommentare, drückt mal jetzt auf Pause, schreibt einfach ganz kurz 1, 2, 3 Zeilen, nichts Weltbewegendes, aber damit ich einfach weiß, dass ihr da seid. Denn ja, das ist einfach wirklich wichtig. Damit, wenn ihr das nicht macht, dann beraubt ihr euch selber einer krassen, krassen Gelegenheit. Also geht unten rein und schreibt verdammt nochmal einen Kommentar. Soße fertig, leckere Guacamole, die sieht gut aus, 2 Packungen natürlich, standesgemäß und dann haben wir hier noch eine leckere Portion Gemüse darin. Yummy! Champignons und Tomaten und Paprika und Gurke. Und jetzt werden wir hoffentlich und auf dem Weg noch irgendwie einen Brokkoli besorgen. Und dann kommt noch das hier dazu. Das könnte allerdings noch, oh ne, hey, ist fast fertig. Ja, es dauert noch gut. Sieht schon gut aus. Ja, ich habe auch volle Power gemacht. 250 Grad. Postlos. 1000 Grad. Und halt immer entlüften, ne? Richtig gut. Wenn man nämlich keine Umluft hat,
immer den Herd ab und zu mal aufmachen, wenn man nur Ober- und Unterhitze hat, damit die Feuchtigkeit da rausgeht. Und dann... Wieder was gelernt. Backt es schneller. Nicht schlecht. Logischerweise, weil nicht mehr so viel Feuchtigkeit drin ist, werden sie dann natürlich krosser, ne? Aber geht nicht dann Wärme verloren und dass es wieder länger dauert? Ja, klar, geht dann Wärme verloren, aber es dauert nicht länger. Weil du machst es ja nur ganz kurz auf, sitzt entlüften zu, weitermachen. Quasi so wie Sauna einmal durchschwingen und so. Genau. Interessant. Dann geht es nämlich richtig fix. Und dann werden die auch schön kross, dann werden die nicht so labberig. Und wir sind noch pünktlich zum Sonnenuntergang. Alter, ist das schön einfach mal. Kein Wunder, dass hier einfach mal halb Berlin chillt. Es ist einfach übelst, übelst genial. Das haben wir jetzt alles am Start. Heile die Kartoffeln rübergebracht und noch einen genmanipulierten Brokkoli unterwegs gekauft. Der ist der riesigste Brokkoli ever. Soße, Gemüse, läuft. Oh, die sind echt verwabbelig. Hast du Hunger? Ja. Hau rein. Sind die zu wabbelig? Ja, ist nicht schlimm, aber vor allem sind sie geiler. Geht schon. Da wird der Brokkoli knackig. Mhm. Riesenbrokkoloni. Brokkoloni. Brokkolinchen. Kennst du Piccolinis? Das sind so eine Pizza, die man früher mal gegessen hat. Diese Mini-Pizzen. Ja. Wovon ich immer alle die ganze Packung auf einmal gegessen habe. Schmeckt. So, da wir natürlich noch nicht genug geschlemmt haben, gibt es jetzt noch eine Schokolade. Das ist Teil 2 der Schokolade, die ich von Remo bekommen habe. Und sie ist viel geiler noch als die von vorne, oder? Tausendmal geiler. Ja, das ist so eine leckere Orangenschokolade. Mm. Mm. Schmeckt wie Erfrischungsstäbchen, haben wir gerade festgestellt. Wer kennt Erfrischungsstäbchen? Schreibt mal einen Kommentar rein und gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr Erfrischungsstäbchen geil findet. Sehr, 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 sehr lecker. So sieht die aus. Eigentlich ziemlich normal, die handelsübliche Schokolade. Und man sieht nichts. Ich kann das irgendwie nicht fokussieren hier. Schauen wir noch so ein. Müssen wir, glaube ich, wohl oder übel noch ein Stück von abbrechen. Oh, wie schrecklich. Hast du was dagegen? Ja, dass du eins isst. Du musst nicht mitessen. Du kannst auch die Johannisbeeren essen stattdessen einfach. Das ist kein Problem. Von denen werde ich bestimmt betrunken. Stimmt, die sind sehr, sehr. Die sind ein bisschen wie Krümeltee. Das sind wir mit dem nächsten aus unserer Kindheit. Wer kennt Krümeltee? Krümeltee ist geil, aber wenn man es in seinem Turnbeutel vergessen hat übers Wochenende, das ist scheiße. Stimmt. Voll eklig. Ja. Voll gut. Sehr, sehr leckeres Zeug. Kannst dir sehr gerne noch ein Stück nehmen können, wenn du möchtest. Du musst aber nicht. Ich muss. Du musst. So, ihr Lieben, Akku ist gleich leer, deswegen beende ich das Video hier, Video schneiden und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause und dann ist der Tag vorbei. Danke wieder mal fürs Zuschauen. Schreibt mir, ich habe es ja gerade jetzt nochmal fett unterstrichen, schreibt mir einen Kommentar rein, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und alle Leute, die noch nie geschrieben haben, jetzt ist die Gelegenheit, um endlich mal aus dem Busch rauszukommen und einen Kommentar zu schreiben. Wir sehen uns morgen wieder, lasst es euch gut gehen, bis morgen und magst du auch noch was hinzufügen? Gut, das lassen wir so im Raum stehen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.